Ganz Berlin hat heute Abend eine klare Favoritin und die heißt Levina. Die Charlottenburgerin vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest in Kiew. Da steigt der ESC diesmal. Was ganz nebenbei ein kleines Politikum ist, Sie wissen ja, die Ukraine und Russland führen so eine Art unerklärten Krieg. Und das nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Worten rund um diesen Gesangwettbewerb. Aber das nur am Rande. Wir wollen uns auf das Schöne konzentrieren, auf die Musik. Und welch passenderen Ort könnte es wohl geben, um gemeinsam mit anderen ESC zu gucken, als das Schwutz? Mein Kollege Arndt Breitfeld ist live dabei. Und Berlin schaut heute natürlich auch gebannt und gespannt nach Kiew, in die Ukraine, wo der ESC oder wie die Älteren unter uns sagen, der Grand Prix stattfindet. Auch hier wird schon Fußball offensichtlich auf der Leinwand gespielt, aber es läuft Schlagermusik. Wir sind heute hier im Schwutz, im Rollberg-Kiez und schon vor einer halben Stunde gab es da eine lange Warteschlange. Ja, da hat man angestanden für 10 Euro Eintritt und dann kann man gleich gemeinsam gucken. Und natürlich ist der Eurovision Song Contest in diesem Jahr auch politisch, also er findet in der Ukraine statt und die russische Teilnehmerin, die darf nicht dabei sein, weil sie nämlich vor einiger Zeit offenbar auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim gesungen hat und da hat die Ukraine gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Also es ist durchaus politisch und natürlich auch in diesen Zeiten, wo Europa vielleicht auch in der Krise etwas steckt, kann man sagen, hier wird Europa gefeiert. Und hier sind viele zusammengekommen, um gemeinsam zu schauen. Sie zum Beispiel, warum sind Sie heute hier? Ja, ich bin extra aus Dresden gekommen, eigentlich auch Berliner und es ist halt einfach ein tolles Ereignis für die Community und das muss man unbedingt in Berlin erleben, einfach weil das dazugehört für uns und das ist einfach schön, hier das mit denen gemeinsam zu erleben und zu sehen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Natürlich sind alle gespannt auf Levina, die Wahlberlinerin, die mit 26 Jahren heute auf der Bühne stehen wird. Also Levina, die für Berlin, für Deutschland singt. Und das hier ist die unglaubliche Jurassic Parke, die heute durch diesen Abend führt. Wie politisch ist der Eurovision Song Contest? Es ist natürlich ein Wort für Europa, ja, für Diversity, für Vielfalt in Europa. Von daher, es ist die homosexuelle Fußball-WM 2017. Und gibt es einen Tipp, wo man sagen kann, da ist ganz klar, der oder diejenige wird gewinnen? Was würdest du sagen? Das kann ich dir nicht, ich bin ja keine Seherin, ja. Aber ich glaube, dass dieser Typ aus Portugal, dieser Verrückte, der so jede Note seines Liedes liebt, ich glaube, der wird ganz, ganz weit kommen. Mein persönlicher Favorit sind diese drei Typen mit dem Saxophon, die so Disco-Musik machen. Aber ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Liebe Jurassica, vielen Dank. Ja, fantastisch siehst du aus. Vielleicht können wir ganz kurz noch zeigen, hier die wunderschönen Schuhe. Sie steht nicht auf High Heels. Und wir melden uns natürlich nachher in RBB aktuell nochmal von hier. Und jetzt geht's weiter bei Sascha Hengst. Ja, vielen Dank, Arndt. Und